So, hallo erstmal. Ja, der zweite Versuch. Leider. Drei erfolgreiche Runden versemmelt, weil ich was Falsches in der Software von Nvidia eingestellt habe und damit der Ton fehlte. Also der Mikrofonton. Jetzt aber richtig und jetzt stellen wir sie vor. Die Haragumo. Die Haragumo, Tierziehenzerstörer der Japaner. Insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Geschütze mit zwei Rohren jeweils mit 100 mm Durchmesser, damit Ladezeit 3 Sekunden, Reichweite 17,5 Kilometer, der absolute Hammer zum Ballern. Torpedos sind auch dabei, einmal 6, 12 Kilometer Reichweite, 70 Knoten, schon gar nicht schlecht die Dinger, definitiv. Allerdings auch nachteilig im Sinne von, naja, extrem lange Ladezeit, aber wir haben Reload Booster dabei, da geht es dann gleich weiter. Der Reload Booster ist das einzige Goodie, das wir hier. Das nächste Goodie ist 6,2 Kilometer Erkennungsreichweite. Das ist schon verdammt gut. Hier müssen wir erstmal noch ein bisschen mehr wieder reinholen. Ne, Rammschaden brauchen wir definitiv nicht. Wasserschaden können wir uns mal mitnehmen. Geschwindigkeit nehmen wir uns immer mit. Die haben wir extra gerade wieder geholt. Was wir hier, Nebelerzeuger ist auch gut. Perfekt, und damit haben wir alles drin, was wir brauchen. Warum habe ich denn jetzt die Standard-Torps drin? 12 Kilometer, was ist das? Ah, das sind die 8 Kilometer, genau. Das sind die 8 Kilometer, die ein bisschen weniger Schaden machen, dafür deutlich schneller laufen, aber eben halt auch nochmal wieder ein bisschen weniger Ladezeit brauchen, aber 8 Kilometer ist eben definitiv auch schon eine Ansage. Und wenn man auf 18 Kilometer feuert, dann möchte man nicht Torps haben, die bei 8 Kilometer schon zu Ende sind. Ja, meinem Kapitän wie folgt geskillt: Feuer machen Torps Geschwindigkeit etwas mehr. Wir haben zusätzlich noch hier die Feuerreichweite der Hauptbatterie geskillt. Die haben wir eben zusätzlich ja auch nochmal im Schiff geskillt. Erkennung, Haltbarkeit und mehr Verbrauchsmaterialien und natürlich Ausfälle. Ja, und damit haben wir eigentlich alles geskillt, was wir skillen können. Nein, aber noch nicht. Wir können noch zwei insgesamt skillen, 20 und 21. Und da kann man sich halt überlegen, ob man hier vorrangiges Ziel nimmt oder ob man die Drehgeschwindigkeit nimmt, was bei Japanern auch immer nicht unwichtig ist. Allerdings, sehr gut, Wahrscheinlichkeit, Wassereinbruch zu verursachen, ist bei jemandem, den man nicht auf Torp spielt, vielleicht nicht ganz so wichtig. Ja, ist das leidige Problem. Also jetzt wird's eng mit Punkten. Aber egal. Wir wollen sie spielen, wir wollen Spaß haben und wir sind mittendrin und schauen mal, was jetzt passiert. Gelingt? Dann nehmen wir nochmal einen kräftigen Schluck aus der Pulle. Gucken nochmal eben nach, ob alles richtig eingestellt ist. Nicht, dass uns das gleiche wieder passiert. Ein Mikrofon ist richtig eingestellt, passt perfekt. Gut. Boah, wir haben zwei Stalingrads gegen den Nevsky und den Napoli. Boah, das ist böse. Dafür haben sie eine Bourgogne gegen und eine Preußen gegen zwei Kurfürsten. Slava, Slava passt. Kremlin, Kremlin passt auch. Vermont, Montana, naja. Und wir haben natürlich den Luftratte dabei. Sonst würde es ja keinen Spaß machen, gell? Deswegen das Wichtigste, zuerst erstmal P machen, abschalten der Secondary und Flugabwehr. Man kann sich später jederzeit zuschalten, wenn man sie denn gerade braucht, aber es verhindert das frühzeitige Aufgehen und das ist vielleicht nicht ganz unwichtig. Wir haben so viele Kreuzer und nicht ein einziger Kreuzer ist hier gespawnt, das ist auch wieder total bescheuert. Das ist wieder so richtig bescheuert. Jetzt kann man sich natürlich überlegen auch, ob man die Torpedos jetzt schon mit dem Reload Booster holt. Oder ob man jetzt noch die 126 Sekunden wartet, also über 2 Minuten. Um dann festzustellen, ha,
Ne? Jetzt hätte ich sie gebraucht und sie sind nicht da. Ne? Nein. Um dann eben zwei Ladungen zu haben, ne? Ist eine Überlegung, die man sich immer machen sollte, machen kann. Die Slava fährt weg von hier. Das ist sehr, sehr schön. Slava ist ein böser, böser Gegner. Ah, eine Watchiste ist noch da. Von wegen kein Kreuzer hier. Da ist eine Monty. Die fährt scheinbar noch. Und die Preußen kommt hierher. Ah, das ist ja ein Träumchen. Das ist ja ein Träumchen. Flugzeuge haben wir eh gleich. Den kann ich auch schon mal. Getroffen. Ja. Der Flugzeugträger, oh, trifft natürlich schon. Ganz klar. Lässt mich jetzt auch aufgedeckt. Ich sehe die scheiß Preußen allerdings nicht. Jetzt sollte man sie definitiv anschalten. Das ist klar. So. Vorbei. Hiroshima ist allerdings auch schon tot. Kommen die zu mir? Nein. Jetzt können wir sich wirklich überlegen. Achso, die sind jetzt auf. Und das dann zum Thema U-Boot. Wie kann man nur so blöd sein? Was ist jetzt? Ja, klar. Ach, ist das schön. Und die schießt natürlich blind auf mich, ne? Und das ist halt der Nachteil. Kurze Runde werden. Gehe ich mal von aus, dann kommen die anderen Torps. Ich bin aufgedeckt. Ich muss ausweichen, aber das ist jetzt nicht so schlimm, weil die Austin so dermaßen schräg schießt. Ich muss ausweichen, und ausgewichen. Passt, würde ich sagen. Passt, würde ich sagen.
So, 12 Kilometer ist jetzt zu knapp. Wir kommen halt nirgendwo mit ran. Mit den Torps. Das ist halt der große Nachteil. Wir können den Kurfürsten jetzt nicht wirklich unterstützen. Wir haben 3 Schiffe verloren. Sie haben 3 Schiffe verloren. Ich habe U-Boot vernichtet. Das reicht mir erstmal, um relativ glücklich zu sein. So, jetzt kann ich im Endeffekt nur helfen, indem ich Torps setze. Aber die Schlachtschiffe fahren alle weit weg. Unser U-Boot macht keine Ahnung, was auch immer da. Und der scheiß Flugzeugträger kommt schon wieder. Ach, deswegen. Früher konnte man mit so einem Schiff mal richtig was reisen. Und da stirbt unser Kurfürst. Bedauerlich, aber wahr. Dann beschränken wir uns jetzt mal auf die Monty, ne, würde ich sagen. Und zwar mit Torps. Weil wir haben nämlich auch gleich den Zyklon. Und dann wird es nämlich nicht mehr so lustig. Ja, der scheiß Dings kommt schon wieder hierher. Fliegt aber weit an mir vorbei. Engine Booster, Kaijo! Midway. Союзники, захватываем точку. Нужна разведка. Die Preußen kommt hierher. Нужна разведка. Ja, dann sollten wir noch ein bisschen dichter ranfahren. Weil wir sonst das Problem haben, dass die Torps eventuell doch zu kurz sind. Nachladen und der Monty auch noch einsetzen, ne? Jetzt kommen leider die P abschalten. Na, immerhin. Leider offen für sie. Wir haben nur noch die Chance. Sie runter zu ballern. Jetzt habe ich so eine wunderbare Runde aufgezeichnet. Um mal so zu sagen, ne? So, entweder habe ich jetzt ein ganz großes Pech und das Ding ist hier komplett in der Nähe. Ne? Ah, die dämlichen Flugzeuge sind hier aber in der Nähe schon wieder. Die hat er jetzt im Schutz aufgestellt. Wir wollen mal kurz festhalten. Während ich zuerst gedacht habe, ich sterbe gleich. Na
Na, wie lange können die denn jetzt hier noch fliegen? Torps sind nachgeladen, Nachladebooster ist auch nachgeladen. Die Kremlin vom Gegnerteam haben wir auch gekillt. Wenn jetzt diese dämlichen Flieger mal aufhören würden. Jetzt hören sie auf. Ja, war nett mit euch, Leute. Ne? Ich habe gerade, wir halten mal kurz fest, die Runde ist sogar noch um Längen besser als die vorher. Wir haben gerade einen kompletten Kurfürst rausgenommen. Also was heißt, einen kompletten Kurfürst haben wir nicht rausgenommen, aber wir haben eine Menge vom Kurfürst rausgenommen. Da kommt irgendwas. Dann fahren wir mal dahin. Da ballert irgendwas, ballert da gegen unser Schiff. Wir müssen es nur sehen, das ist das leidige Problem. Das wäre halt sinnvoll. Vielleicht sieht unser U-Boot, was ist denn noch über? Die Midway, die Montana ist noch übrig. Ah, guck mal da. Schade drum. Ja, das war jetzt ärgerlich. Aber vielleicht trifft ihr noch meinen Top. Ich würde mich totladen, aber nein, das wird nicht passieren. Das wird nicht, so doof kann sie nicht sein, oder? Ne, so doof ist sie nicht. Egal. Warum taucht die nicht ab? Das verstehe ich jetzt allerdings auch nicht. So, Molly, jetzt, wenn du jetzt auch mal meine Dings reinfährst, dann lache ich mich tot. Nein, aber die reichen nicht so weit, ne? Den Gefallen tun sie mir nicht, ne? Die sind 3 Sekunden vorher zu Ende. Ja, wir haben 688 Punkte, aber leider überhaupt keinen Schnall mehr zu gewinnen hier. Die wollte ich eigentlich erwischen. Ja, ihre Midway wird auch hier irgendwo sein. Das heißt, unser Vermont ist gleich Geschichte. So, für sie. So, damit steht es noch 4 zu 3. Ragnar gegen Halland. Theoretisch eindeutig. Oh, Kremlin, du siehst die Torps auch schon. Nun fahr. Oh, Alter, lenk ein. Na gut, ein mitnehmen, zwei mitnehmen. Wenn wir sind eher eingelenkt hätte. So, A gehört uns jetzt auch. Dementsprechend müssen wir jetzt eigentlich nur noch den Flugzeugträger suchen. Der muss irgendwo da hinten also sein. Und wenn sie jetzt alle schön zusammenstehen, unser Flugzeugträger könnte ja mal den Flugzeugträger suchen. Ja, nimmt sich natürlich der Schwächste von allen, ist ja klar. Das ist auch nicht dumm gerade von ihm. Kremlin, du stehst schon wieder viel zu quer. Grundlegend, wenn unser Flugzeugträger wenigstens bis zum Schluss überlebt, hat der Gegner keine Chance mehr. So, wenn unser Flugzeugträger vielleicht auch mal angreifen würde, ich meine, das wäre ja auch mal eine Aktion, ne? Wo ist denn unser Flugzeugträger eigentlich? Ja, der Vorteil ist jetzt natürlich mit dem Kurfürsten, der hier seine Secondary-Alarm macht. Ja, wäre ja schön, wenn unser Flugzeugträger hat keine Flugzeuge mehr, das ist das leidige Problem. Und unser Kurfürst ist auch Geschichte. Okay.
Und unsere Kremlin ist jetzt auch gleich Geschichte. Egal, ob wir drei Caps haben oder nicht, wir schaffen es einfach nicht. Unser Flugzeugträger schafft es nicht. Unser hat zwei Kills, der andere hat drei Kills. Ja, okay. Ja, aber er kommt und ja, er kommt aber total bescheuert. Er hätte jetzt nicht anfliegen brauchen. Da hätte er wirklich nicht anfliegen brauchen. Da trifft ein Torp, wenn überhaupt, und der hat auch nicht mal getroffen, weil er zu früh dran war. Wenn er jetzt schlau wäre, würde er sich jetzt auch mal vielleicht wegbewegen, ne? Nachdem ja nun die Monty da kommt. Aber naja, was will man jetzt erwarten? Theoretisch könnte man das jetzt gewinnen, wenn eigentlich muss nur die Dinge. Warum schickt er keine neuen Flugzeuge los? Unsere Kremlin lebt nicht mehr. So. Na, dann schafft die Monty es noch, unseren Flugzeugträger rauszunehmen. Ja, und wenn unsere Ragnar jetzt auch noch bescheuerterweise den Flugzeugträger angreift, völlig unnötigerweise. Ja, das ist natürlich seltenst dämlich jetzt. Ja, noch. Ram, move forward. Affirmative. Ragnar, nun fahr doch einfach weg. Ja, die Midway will jetzt eben halt auch versuchen. So, wenn die Midway jetzt auf die Monty volles Programm zufährt, ja, schafft sie nicht. Doch, schafft sie. Nee, schafft sie halt nicht. Schafft sie halt nicht. Oh nein. Nein, 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 nein. Ja, die. Jo. Und damit war die Midway Geschichte und damit war unser Sieg auch Geschichte. Weil die Ragnar ist die nächste, die stirbt. Weil sie jetzt unnötig mit der Midway battelt. Völlig unnötig, ja. Hat die Ragnar eigentlich Torps? Nee, ne? Weiß ich gar nicht. Ja, sie richtet halt keinen Schaden an. Das ist eben halt der Nachteil. Ja, das dann dazu. Allerdings, ihre Midway hat auch nicht mehr ganz viele Flugzeuge. Leider brennt sie auch nicht mehr. Ja, aber er erreicht auch Pecher. Oh, Alter, war das knapp. Ja, er fliegt aber jetzt auch mit allen Fliegern, die er hat. Oh. 28 Sekunden, Alter. Überlebt, überlebt. Alles andere ist nicht so wichtig. Oh, Mann. Scheiße! Boah, ey! Und dafür, Entschuldigung, dafür zerstört man so viel. Ne? Gibt sein Bestes. Ne? Ja, wir sind trotzdem zwar auf Platz 1, aber ja. Ja. Und dem muss man gleich erstmal ein Spiel schlecht verpassen. Trottel. Mittendrin. Unter dem Zerstörer. Mann, ey. Das rieche ich mich jetzt so auf. Die Ragnar hätte nur flüchten müssen. Die hätte sich einfach nur verpissen müssen. Aber nein, nein, nein. Mann, ey. Das rieche ich mich so auf. Boah, rieche ich mich das wieder auf. Ja, das zum Thema Haraguro. Und wieder mal dieses Zeichen dafür, warum ich so wenig Prozente habe. Du kannst spielen, so gut du willst. Wenn die anderen nicht mitspielen, spielen die anderen nicht.
Bild. In diesem Sinne, schönen Abend, tschüssi.